Agenten, ich bin's, euer SM Coty und willkommen auf dem PTS für die PS4 Patch 1.7. Ja, ihr habt richtig gehört, auch jetzt wurde es endlich geschafft, die Global Events online zu bringen. Ja, damit können wir die ganze Sache starten und ich kann euch da ein bisschen zeigen. So, jetzt ist es soweit. Die Global Events sind gestartet. So, 6 Tage laufen die noch. Jetzt kann ich euch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir haben jetzt 61, ich weiß nicht, woher die waren. Die kriegt man halt bei bestimmten Aktionen. So, wir haben hier unsere Übersicht. Was gibt es? Modifier. Das sind die Sachen, die ihr praktisch modifizieren könnt, wie viele Cleaners sind getötet und so weiter. Die Missionen. Im Moment gibt es Hudson Flüchtlingslager, Amherst Wohnung, Napalm Produktionsstätte, U-Bahn Leichenhalle und Drachenhort. Und die Kills, wir haben natürlich noch nichts gespielt. Und von daher, ja. Hier sieht man die Global Event Activities. Na, wir machen mal hier, starten mal. Analysen der gesammelten Daten ist noch offline, wahrscheinlich weil wir noch nichts gespielt haben oder weil es einfach nur dauert. Keine Ahnung. Ich denke mal, da wir es eh noch nicht gespielt haben und Ranglisten und so weiter, interessiert es nicht. Hier haben wir nochmal die Erklärung, ne, was diese einzelnen Global Events, das sind ja jetzt diese zusätzlichen Schwierigkeitsstufen, die, für die man dann bekommt, Punkte bekommt, und zwar die GE-Credits, Global Event-Credits. Und dafür kann man sich dann vorne hier bei dem Händler da vorne, hallo mein Süßer, wink doch mal. Denkst du nicht? Komm, lass uns tanzen, Baby. Wir tanzen die ganze Nacht. So. Wofür man dann die Kisten kaufen kann bei dem netten Mann da drüben. So, Outbreak. Outbreak heißt, ihr müsst die Kollegen mit einem Headshot killen. Wenn ihr den killt, dann macht er so einen kleinen Bluteffekt am Kopf und man kann sehen, dass er auch über einen Kopfschuss gekillt wurde. Ne? Dann gibt es den Threat Level 1. Da ist das gleiche wie im Outbreak. Aber wenn gegnerische Agenten, nicht der gegnerische Agenten, sondern gegnerische Soldaten, Elite-Gegner, was auch immer in der Nähe kommen, dann erleidet man Schaden. Man muss gucken, dass man die schnellstmöglich wegmacht. Und der Threat Level 2 sieht so aus, dass man mit einem Headshot Kill, also Headshot Schutz, denjenigen, einen Elite-Gegner markieren kann und der andere vom Team kann ihn abschießen. Das heißt, auch bei Drachenhort, wenn da die dicken Viecher kommen, es ist tatsächlich so, dass ihr ganz einfach mit 2 Schuss, der eine markiert, der andere schießt, ja, einfach die Leute umhaut. Aus meiner Sicht kann man damit locker Drachenhort auch zu zweit machen. Ja, wir werden das gleich testen, wenn der Hab doch nichts mal online kommt. Hab doch nichts. Mach jetzt mal langsam. Ja, das ist zu den Global Events. Dann natürlich habe ich ganz vergessen, wir haben hier nun auch die Global Events auf der Karte. Ja, hier, die sind so leicht bläulich markiert hier auf der Karte. Daran könnt ihr erkennen, wo jetzt ein Global Event ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze abgeht. Wir werden euch da natürlich etliche Videos zeigen können. Ich denke mal nicht, dass die das mit der Verbesserungsanlage schon hinbekommen haben und dass es da jetzt
dass man da jetzt schon Sachen kalibrieren kann. Wir testen es mal. So, wir wollen da kein Ausdauer, wir wollen da. Nee. Also die Verbesserungsanlage funktioniert noch nicht, daher ist natürlich mit den Sets, die da zur Verfügung gestellt werden, die sind natürlich nicht so der Knaller. Aber ja, wir werden da trotzdem die Global Events zocken und fertig. Ja? Ja, gut, das war jetzt der erste Einblick in den Global Events. Wir melden uns nachher zurück. Nochmal, wir sagen tschüss, tschüss, bis später. Und ja, dann gibt es ein paar Events für euch mit dem vollen Video. Ciao, ciao.